Sie sind hier, 18. Dezember 2018, 15.23 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Luisa Lippmann in Aktion bei der Volleyball-WM in Japan. Urheberrecht Getty Images. Mit Lukas Kampa und Luisa Lippmann werden zwei Volleyballer ausgezeichnet, die ihr Geld im Ausland verdienen. Für beide ist es die zweite Ehrung in Folge. Polen-Legionär Lukas Kampa und die in Italien tätige Luisa Lippmann sind zum zweiten Mal in Folge Deutschlands Volleyballer des Jahres. Für Kampa, der bei KS Jastrzębski Węgiel sein Geld verdient, ist es sogar die dritte Auszeichnung. Erstmals wurde der 32 Jahre alte Zuspieler 2015 geehrt. Bei der Wahl durch die Leser des Volleyball-Magazins und der User der Website www.volleyball.de entfielen 31% der Stimmen auf Lukas Kampa. Dahinter folgten Christian Fromm, Jastrzębski Węgiel, Polen, 19% und David Sossenheimer, VfB Friedrichshafen, 16%. Die 24 Jahre alte Diagonalspielerin Luisa Lippmann von Il Bisonte Florenz erhielt 34% der Stimmen und lag damit ebenso deutlich vor Jennifer Gertis, 15%, und Maren Fromm, mittlerweile Karriereende, 12%. Von Sportinformationsdienst.